Für viele Menschen ist ihr PC Arbeitsgerät und Unterhaltungsmaschine zugleich. Sie führen damit Videochats, hören Musik, schauen Filme, lauschen einem Hörbuch oder vertiefen sich in ein Computerspiel und stellen bei all diesen Aktivitäten schnell fest, die eingebauten Lautsprecher ihres Computers taugen nicht viel. Abhilfe schaffen entweder Kopfhörer oder separate PC-Lautsprecher. Sie bieten ein gutes Klangerlebnis und sind so kompakt, dass sie neben dem Monitor auf dem aufgeräumten Schreibtisch einfach Platz finden. Viele Modelle lassen sich nicht nur per Kabel oder drahtlos über Bluetooth mit einem Computer verbinden, sondern auch mit Smartphones, Tablets, Fernsehern, Spielekonsolen und anderen Geräten. Das Angebot ist riesig und reicht von preiswerten Miniboxen bis zu hochwertigen Premium-Lautsprechern mit Subwoofer und Fernbedienung. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Logitech Z200 PC-Lautsprecher. Die Z200 PC-Lautsprecher von Logitech haben eine Ausgangsleistung von 5 Watt pro Lautsprecher. Dem Hersteller zufolge erzeugen sie raumfüllenden Stereoklang. Beide Stereo-Lautsprecher haben je 2 Treiber mit einem Durchmesser von 6,5 cm und erreichen eine Lautstärke von 88 Dezibel. Als Verbindungskabel zum PC dient ein AUX-Kabel. Mit Bluetooth erhältlich, die PC-Lautsprecher von Logitech gibt es sowohl mit AUX-Kabel als auch in Form kabelloser Wireless-Lautsprecher mit Bluetooth-Funktion. Die Logitech Z200 unterstützen Windows- und macOS-Computer sowie Smartphones und Tablets. Der rechte Lautsprecher ist an der Vorderseite mit jeweils einem Mikrofon- und Kopfhöreranschluss sowie einem Drehregler für die Bassregulierung bestückt. An der rechten Seite des Lautsprechers befindet sich ein kleines Drehrad für die Lautstärkeregelung. Das Lautsprechersystem von Logitech ist in Schwarz gehalten. Farbakzente setzen die weiß umrandeten Lautsprechermembranen sowie die weißen, über die gesamte Rückseite verlaufenden Standfüße. Ein Lautsprecher ist 9 cm breit, 24,1 cm hoch und 12,4 cm tief. Was ist Stereo Sound? Als Stereophonie wird eine Audiotechnik bezeichnet, die in den 1960er Jahren entwickelt wurde und umgangssprachlich als Stereosound bekannt ist. Das ist ein räumlicher Höreindruck, der durch die Nutzung zweier Lautsprecher erzeugt wird. Es ist hörbar, aus welcher Richtung die Geräusche kommen. Als Beispiel, wenn die Gitarre bei der Aufnahme eines Songs rechts vom Mikrofon platziert wurde, wird sie, von vorn betrachtet, vom rechten Lautsprecher lauter wiedergeben als vom linken. Das zweite Produkt auf unserer Liste ist Redragon GS550 Orpheus PC-Lautsprecher. Wer nicht nur Wert auf einen guten Sound, sondern auch auf ein stilvolles Ambiente legt, könnte sich mit den Redragon GS550 Orpheus PC-Lautsprechers gut anfreunden. Denn die Speaker sind mit einer roten LED-Beleuchtung ausgestattet und passen damit zu anderen Peripheriegeräten der Marke Redragon. Es handelt sich hier um ein einfaches 2.0-System mit einer Ausgangsleistung von 3 Watt pro Kanal. Für ein echtes Gaming-System sicherlich zu schwach, aber zum Videos gucken oder Musik hören in Zimmerlautstärke ausreichend. Auch liegend platzierbar, die PC-Lautsprecher sind so gestaltet, dass sie liegend nebeneinander unter einem Monitor Platz finden. So aufgestellt ergibt sich das klassische Design einer Soundbar. Das Set lässt sich mit einem 3,5 mm Klinkenkabel mit dem Kopfhörerausgang eines Laptops oder mit dem normalen Audioausgang einer Soundkarte am Computer verbinden. Der Lautstärkeregler befindet sich im unteren Bereich der rechten Box und ist extra groß gestaltet. Zudem gibt es einen Kopfhörerausgang sowie einen Eingang für ein Mikrofon. Für den benötigten Strom reicht eine USB-Verbindung zum Computer. Was ist ein 2.0-System? 2.0-System ist die Bezeichnung für PC-Lautsprecher, die aus 2 separaten Boxen bestehen. Die erste Ziffer steht für die Anzahl der Lautsprecher, die zweite Ziffer steht für die Anzahl der Subwoofern. Demnach setzt sich ein 2.1-System aus 2 Speakern und einem Subwoofer zusammen. Der nächste Produkt ist Logitech Z333 PC-Lautsprecher. Mit den Z333 PC-Lautsprechern bietet Logitech ein 2.1-Wegesystem an.
Es besteht aus jeweils zwei Lautsprechern mit einer Leistung von 8 Watt und einem 24 Watt Subwoofer, der laut Hersteller klanglich für kräftige Bässe und eine hohe Lautstärke sorgt. Der nutzbare Frequenzbereich liegt zwischen 55 und 20.000 Hertz. Die Verbindung zwischen dem basslastigen Lautsprecher und Subwoofer erfolgt per Cinch-Kabel. Für die Verbindung zum PC hat das Soundsystem einen AUX-Anschluss. Mit Bluetooth-Adapter erhältlich, optional sind die PC-Lautsprecher von Logitech mit einem Bluetooth-Adapter erhältlich. So lassen sie sich nicht nur per AUX- oder Cinch-Kabel, sondern auch drahtlos via Bluetooth mit Audioquellen verbinden, zum Beispiel Smartphones, Tablets oder Laptops. Das PC-Soundsystem von Logitech unterstützt laut Hersteller Windows und macOS-Computer, Smartphones, Fernseher, Konsolen oder Blu-ray-Player. Zur Bedienung haben sie eine externe, kabelgebundene Steuerungseinheit mit einem Drehregler für die Lautstärke und einem AUX-Anschluss zur Verbindung mit Kopfhörern. An der Rückseite des Subwoofers sitzt ein Drehregler für die Bassregulierung. Die 2.1-Piece-Lautsprecher von Logitech erscheinen in einem komplett in Schwarz gehaltenen Design mit sichtbaren Lautsprechermembranen. Der Subwoofer hat die Abmessungen 23,2 x 23 x 15,7 cm in Breite, Höhe sowie Tiefe und wiegt 2,5 kg. Die Lautsprecher sind jeweils 10,8 cm hoch, 19,2 cm breit und 9 cm tief und wiegen 0,6 kg. Der nächste Produkt ist Amazon Basics V620 Silver PC-Lautsprecher. Wer PC-Lautsprecher aus der unteren Preisklasse sucht und gleichzeitig Wert auf eine ausgefallene Optik legt, könnte sich für das Modell V620 Silver von Amazon Basics interessieren. Das 2.0-System arbeitet mit einer Leistung von 2,4 Watt und verarbeitet Frequenzen zwischen 80 und 20.000 Hertz. Die Verbindung zum Computer erfolgt per AUX-Kabel. Die Stromversorgung wird über einen USB-Anschluss sichergestellt. Für pochende Bässe, die Spule eines PC-Lautsprechers ist dafür zuständig, Schwingungen zu erzeugen und sie an die Membran zu übertragen, sodass hörbare Töne entstehen. Bei den Lautsprechern von Amazon Basics befindet sich die Spule an der Unterseite, wodurch sie laut Hersteller eine pochende Basswiedergabe bietet. Das Lautsprechersystem von Amazon Basics haben keine Bedienelemente. Die Lautstärkeregelung erfolgt über den PC. Vorteilhaft ist die gepolsterte Unterseite, die die pochenden Bässe ausgleicht und den Lautsprechern einen sicheren Stand verleiht. Optional besteht die Möglichkeit, die Lautsprecher im Viererset zu kaufen. Optisch fallen die Amazon Basics V620 Silver durch ihre blauen LED-Lichter und ihr gebürstetes Metallfinish auf. Sie sind in Schwarz oder Grau zu haben und messen 9,9 x 7, 1 x 6,6 cm in Breite, Höhe und Tiefe. Das Gewicht beträgt 0,6 kg pro Lautsprecher. Der nächste Produkt ist Logitech Z120 PC-Lautsprecher. Das kompakte 2.0-System Z120 von Logitech besteht aus zwei 1,2 Watt Lautsprechern und kommt ohne Netzstecker aus. Die Stromversorgung erfolgt per USB, die Signalübertragung stellt ein AUX-Kabel sicher. Kabelmanagement: An der Rückseite der PC-Lautsprecher befindet sich eine Kunststoffvorrichtung zum Aufwickeln der Kabel. Das ermöglicht ein platzsparendes Kabelmanagement und beugt Kabelsalat oder Kabelbrüchen vor. Der rechte Lautsprecher ist an der Vorderseite mit einem Drehregler zur Regulierung der Lautstärke ausgestattet. Die Lautsprecher haben ein weißes Gehäuse, eine schwarze Vorderseite und silberne Lautsprechermembranen. Der linke Lautsprecher ist 8,8 cm breit, 11 cm hoch und 9 cm tief und hat ein Gewicht von 253 Gramm. Der rechte Lautsprecher ist mit Abmessungen von 8,8 x 11 x 10 cm in Breite, Höhe und Tiefe etwas größer und wiegt 277 Gramm. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Sanyun SW102 PC-Lautsprecher. Die Sanyun SW102 PC-Lautsprecher im Doppelpack sind 2.0-Kanal-Stereo-Lautsprecher in einem einzigartigen Lampendesign, die nach Angaben des Herstellers für den besten Stereo-Effekt voneinander getrennt werden müssen. Ideal ist laut Sanyun ein Abstand von mindestens einem Meter der Lautsprecher zueinander und der Lautsprecher zur Person,
Im besten Fall bilden die Lautsprecher und die Person ein Dreieck. Im Vergleich zu anderen kleinen Lautsprechern sollen die PC-Lautsprecher dank integrierter Bassmembran, einem geschlossenen Hohlraum und durch die akustische Resonanzstruktur des Niedrigfrequenzdesigns für eine starke Bassleistung sorgen. Große Anwendbarkeit: Die Sanyun SW102 PC-Lautsprecher sind kabelgebunden und haben laut Hersteller ein hochwertiges Kabel im Drive-by-Wire-Design für eine stabile Tonübertragung und komfortable Steuerung. Das 3,5 mm Audio-Interface eignet sich für fast alle Musikplayer auf dem Markt. Das USB-Netzteil kann für eine sehr flexible Verwendung direkt an einen USB-Slot des PCs angeschlossen werden. Die PC-Lautsprecher bestehen aus einer Mischung aus Metall und Kunststoff und haben einen ovalen und blau beleuchteten Ring an der Unterseite, der für ein einzigartiges Design sorgen soll. Die Speaker haben eine Ausgangsleistung von jeweils 5 Watt und werden laut Sanyun mit einer einjährigen Herstellergarantie und einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie ausgeliefert. Die integrierte Membran hat einen Durchmesser von jeweils 40 mm. Erhältlich sind die PC-Lautsprecher in den drei Farbdesigns Schwarz, Weiß und Silber, jeweils blau beleuchtet. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Creative Gigaworks T20 Series 2 PC-Lautsprecher Sanyun SW102 PC-Lautsprecher. Die Gigaworks T20 Series 2 sind 2.0-Piece-Lautsprecher mit einer Leistung von jeweils 14 Watt. Mit je einem Hoch- und Mitteltöner verarbeiten die Boxenfrequenzen zwischen 50 bis 20.000 Hertz. Mit der Busksport-Technik erzeugen sie laut Hersteller trotz Verzicht auf einen Subwoofer satte Bässe. Die Verbindung zum Computer erfolgt per AUX-Kabel, die Stromversorgung über einen normalen Netzstecker. Mit einstellbaren Höhen und Tiefen, an der Vorderseite des rechten Lautsprechers befinden sich drei Drehregler, jeweils einer zur Regulierung der Hochtöne, der Bässe und der Lautstärke. An der Vorderseite ist der rechte Lautsprecher der Creative Gigaworks T20 Series 2 mit einem Kopfhöreranschluss und einem AUX-Eingang zur Verbindung mit einem weiteren Quellgerät ausgestattet. Die Computerlautsprecher erscheinen in einem schwarzen Design mit gelber Mitteltönermembran. Die silbernen Tasten werden von einer blauen Beleuchtung umrandet, die Membranen beider Lautsprecher sind mit einer abnehmbaren Abdeckung versehen. Die PC-Lautsprecher haben Abmessungen von je 8,8 x 23 x 14,3 cm in Breite, Höhe und Tiefe. Ihr Gewicht beträgt jeweils 454 Gramm. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Harmasonic Mobile 183-Piece-Lautsprecher. Mit den Sonic Mobile 183 bietet Harman kompakte PC-Lautsprecher mit einer Ausgangsleistung von jeweils 1,5 Watt an. Dem Anbieter zufolge liefern sie trotz ihrer kleinen Gehäuse eine gute Klangqualität. Die PC-Boxen der unteren Preisklasse arbeiten in einem Frequenzgang zwischen 120 und 20.000 Hertz und werden per AUX-Kabel mit einem Computer verbunden. Zur Stromversorgung haben die Computerboxen ein USB-Kabel. Laut Hersteller sind sie eine gute Wahl für die Nutzung auf dem Schreibtisch im Homeoffice. Den Angaben des Anbieters zufolge eignen sich die Sonic Mobile 183 für Computer, Laptops, Smartphones oder Tablets. Sie haben ein graues Design mit einer roten äußeren und einer schwarzen inneren Umrandung der Lautsprechermembran. Die PC-Lautsprecher sind 7,2 cm breit, 8,2 cm hoch und 7,5 cm tief. Der nächste Produkt ist Trust Lato 19830-Piece Lautsprecher Harmasonic Mobile 183-Piece Lautsprecher. Wer günstige, besonders kompakte PC-Lautsprecher sucht und keinen Wert auf eine höchstmögliche Klangqualität legt, könnte sich für die Lato 19830 von Trust interessieren. Das 2.0-Wegesystem hat eine Gesamtleistung von 3 Watt und verarbeitet Frequenzen zwischen 150 und 20.000 Hertz. Laut Hersteller bieten die kompakten PC-Boxen einen klaren Stereo-Sound. Die Signalübertragung erfolgt via AUX, die Stromversorgung über einen USB-Stecker. An der Rückseite der Trust Lato 19830 befindet sich ein Drehregler, über den sich die Lautstärke unabhängig vom Computer regeln lässt. Optisch zeichnen sich die in Schwarz gehaltenen PC-Lautsprecher von Trust durch ihre Würfelform aus.
Die Lautsprechermembranen haben eine silberne Farbgebung und sind mit einem Trust-Schriftzug versehen. Beide Boxen sind jeweils 6,2 cm breit, 7,3 cm hoch und 5,5 cm tief. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Huawei 95122 GB PC Lautsprecher Trust Leto 19830P Lautsprecher. Mit dem Modell 95122 GB hat Huawei einen einzelnen PC-Lautsprecher im Angebot. Es ist eine 6W Soundbar mit zwei 4 cm Mitteltönern und einem 4 cm Tieftöner. Der Frequenzbereich liegt zwischen 80 und 20.000 Hz. Signalübertragung und Stromversorgung erfolgen via USB. Dank integrierter Soundkarte ist die Box Plug-and-Play fähig. Das bedeutet, sie ist sofort einsatzbereit, ohne Installation einer Treibersoftware. Für die mobile Nutzung geeignet, die Soundbar hat ein Batteriefach, in dem vier 3A-Batterien Platz finden. Laut Hersteller lässt sie sich dadurch bis zu 6 Stunden unabhängig von einer stationären Stromversorgung betreiben. An der Oberseite ist die Huawei Soundbar mit 3 Tasten ausgestattet, die zur Lautstärkeregelung und zum Ein- und Ausschalten des Geräts dienen. Die Box hat ein weißes Gehäuse und eine graue Abdeckung über den Lautsprechermembranen. Alternativ ist die Soundbar mit einem schwarzen Gehäuse zu haben. Sie wiegt 350 Gramm und ist 21,2 cm breit, 6,5 cm hoch und 5 cm tief. Was sind die Vorteile einer Soundbar? Eine Soundbar besteht aus mehreren Lautsprechern in einem Gehäuse. Durch ihre kompakte Bauform lässt sich eine Soundbar platzsparend positionieren. Ihre Einrichtung ist unkompliziert, da lediglich ein Gerät mit dem PC zu verbinden ist. Der Nachteil im Vergleich zu zwei separaten PC-Boxen ist der schlechtere Stereoklang. Obwohl sich innerhalb einer Soundbar mehrere Lautsprecher befinden, erreichen die Schallwellen den Hörer nur von einer Seite. Der nächste Produkt ist Trust Almo PC Lautsprecher Huawei 95122 GB PC Lautsprecher. Die PC Lautsprecher Almo von Trust sind ein 2.0 System mit einer Ausgangsleistung von jeweils 5 Watt pro Lautsprecher. Die Treiber haben einen Durchmesser von 8 cm und verarbeiten Frequenzen zwischen 100 und 20.000 Hz. Laut Hersteller ermöglichen die Boxen eine klare Musikwiedergabe. Die Bedienelemente der PC-Lautsprecher befinden sich am rechten Lautsprecher. Dazu zählen ein An- und Ausschalter und ein Lautstärkeregler. Darunter sitzt ein AUX-Eingang zum Anschließen von Kopfhörern. Die Verbindung zum Computer oder anderen Quellgeräten erfolgt per AUX-Kabel. Für die Stromversorgung haben die Boxen ein USB-Kabel. Die PC-Boxen von Trust sind komplett in Schwarz gehalten und messen 7,5 x 18,5 x 9,5 cm in Breite, Höhe und Tiefe. Das Gesamtgewicht beider Boxen beträgt 611 Gramm. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Creative GigaWorks T40 Series 2 PC-Lautsprecher Trust Almo PC-Lautsprecher. Die GigaWorks T40 Series 2 von Creative arbeiten im Zweiwegesystem mit jeweils 16 Watt pro Lautsprecher. Sie verarbeiten Tonsignale in einem Frequenzbereich zwischen 50 sowie 20.000 Hertz und erzeugen laut Hersteller einen lebhaften, raumfüllenden Klang. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde die Bassleistung laut Hersteller verbessert. Für die Verbindung zum Computer kommt ein 2 Meter langes AUX-Kabel zum Einsatz. Mit BASCSPOR-Technik, laut Hersteller sind alle Treiber der PC-Lautsprecher mit der BASCSPOR-Technik ausgestattet, womit sie auch ohne Subwoofer einen dynamischen Klang mit satten Bässen erreichen. An der Vorderseite des rechten Lautsprechers finden sich Drehregler für die Konfiguration der Bässe und Hochtöne sowie die Einstellung der Lautstärke. Darunter befinden sich jeweils ein Kopfhörer- und Mikrofonanschluss. Die Hochtöner mit Seidenkalotten und zwei gewebten Glasfasertreibern erzeugen laut Creative kristallklare Höhen. Optional sind die PC-Lautsprecher im Bundle mit einem Stereokabel oder einem DVI-Kabel erhältlich. Die Creative GigaWorks T40 Series 2 zeigen ein schwarzes Design mit gelben Treibermembranen, die unter einer leicht transparenten Abdeckung verborgen sind. Ein Lautsprecher hat Abmessungen von 8,8 x 31,3 x 14,3 cm.
Zusammen wiegen sie 4 Kilogramm. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Bose Companion 2 Serie 3 PC-Lautsprecher. Mit dem Companion 2 Serie 3 bietet Bose PC-Lautsprecher in Form eines 2.0-Systems an. Der Hersteller beschreibt das Klangbild als außergewöhnlich und verspricht einen naturgetreuen Spitzenklang bei jeder Lautstärke. Für die Verbindung zum PC haben die Lautsprecher ein AUX-Kabel. Mit TrueSpace Stereo Digital Signal Processing. Laut Bose bieten die PC-Lautsprecher nicht nur einen klaren Klang bei jeder Lautstärke, sondern auch eine weite Klangbühne, also einen raumfüllenden Stereo-Sound. Verantwortlich dafür ist die TrueSpace Stereo Digital Signal Processing Technik. Das ist eine patentierte Signalverarbeitungstechnik von Bose. Die Companion 2 Serie 3 haben einen zweiten AUX-Eingang. Dadurch lassen sie sich gleichzeitig mit einem Computer und einer weiteren Audioquelle verbinden, zum Beispiel einem Smartphone oder Tablet. Bei Amazon gibt es die Computerlautsprecher wahlweise mit oder ohne AUX-Kabel für die Verbindung mit einem weiteren Gerät. An der Vorderseite des rechten Lautsprechers befindet sich ein Kopfhöreranschluss und ein Drehregler zur Lautstärkeregelung. Die PC-Lautsprecher von Bose zeigen ein schwarzes Design mit abgedeckten Lautsprechermembranen. Die Standfläche ist leicht schräg, sodass die aufgestellten Lautsprecher vorn höher sind als hinten. Der rechte Lautsprecher hat die Abmessungen 8x19x15 cm, der linke Lautsprecher misst 8x19x14,5 cm in Breite, Höhe und Tiefe. Der rechte Lautsprecher wiegt 1 Kilogramm, der linke 0,8 Kilogramm. FAQ sind die Bose Companion 2 Serie 3 PC-Lautsprecher magnetisch abgeschirmt. Nein, die Lautsprecher sind nicht magnetisch abgeschirmt. Dennoch ist die Magnetstrahlung laut Hersteller nicht so groß, dass Magnetspeichermedien wie EC-Karten beschädigt werden könnten. Lassen sich die PC-Lautsprecher an einen CD-Player anschließen? Ja, dem Anbieter zufolge funktioniert das. Wo werden die Lautsprecher hergestellt? Sie werden in China produziert. Ist für die Nutzung der Lautsprecher ein Verstärker notwendig? Nein, eine zusätzliche druckvolle Verstärkerleistung ist nicht erforderlich. Sind die Lautsprecher mit dem Apple iMac kompatibel? Ja, Amazon-Kunden zufolge sind die Lautsprecher damit kompatibel. Wie lang ist das Kabel zwischen den Lautsprechern? Laut Amazon-Kunden hat es eine Länge von 2 Metern. Lässt sich das Kabel zwischen den Lautsprechern austauschen? Ja, Amazon-Kunden zufolge ist das möglich. Weniger Anzeigen. Der nächste Produkt ist Bose Companion 20-Piece Lautsprecher. Der nächste Produkt ist Bose Companion 20-Piece Lautsprecher. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Amazon Basics PC-Lautsprecher. Die PC-Lautsprecher von Amazon Basics kommen im klassischen Design, wie es schon seit den 1990er Jahren üblich ist. Der Anschluss erfolgt per Klinkenkabel, welches fest mit einem der beiden Lautsprecher verbunden ist. Außerdem ist eine Stromzufuhr aus der Steckdose erforderlich. Die Lautsprecher haben eine Leistung von 2x2,3 Watt bei einem Frequenzbereich von 68 bis 20.000 Hertz. Mit einfacher Bedienung, es gibt einen Drehregler an einem der beiden Lautsprecher. Mit diesem regelt der Anwender die Lautstärke und schaltet die 2.0 Stereo-Lautsprecher ein oder aus. Eine Klinkenbuchse für den Anschluss eines Kopfhörers ist vorhanden. Die Lautsprecher von Amazon Basics sind eine günstige Möglichkeit, Webradio oder Musik in angenehmer Lautstärke zu genießen. Für Musikenthusiasten oder Gamer sind sie aber eher nicht die richtige Wahl. Ein großer Vorteil bei diesem Modell ist der günstige Preis. Laut Hersteller einfache Bedienung Kopfhöreranschluss für Einsteiger geeignet, nicht für Musikliebhaber oder Gamer geeignet. FAQ: Funktionieren die Amazon Basics PC-Lautsprecher auch ohne Stromzufuhr? Nein, ohne externe Stromzufuhr funktionieren die Lautsprecher nicht. Lassen sich die PC-Lautsprecher an einen CD-Player anschließen? Ja, dem Anbieter zufolge funktioniert das. Wo werden die Lautsprecher hergestellt? Sie werden in China produziert. Ist für die Nutzung der Lautsprecher ein Verstärker notwendig? Nein, eine zusätzliche druckvolle Verstärkerleistung ist nicht erforderlich. Sind die Lautsprecher mit dem Apple iMac kompatibel? Ja,
Amazon-Kunden zufolge sind die Amazon Basics PC-Lautsprecher damit kompatibel. Weniger Anzeigen. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.